Wow. Most creative intro ever. Und nach diesem epischen Intro starten wir direkt in Small Island Woes. Das sah mal von den ganzen Bildern aus. Könnte sein, dass es ein bisschen so Horror ist und so. Ich kann nicht zurück, solange ich den Job hier nicht gemacht habe. Im Lighthouse. Hi, mit deiner 2-Animation-Frame-Angel. Wie geht's dir? Rede mit ihm. Hello. Checking in that lighthouse again, I see. Ja. Du 2D-Figur. Der hat bestimmt ein Geheimnis irgendwo. Der sieht so creepy aus, weißt. Der hat ein Geheimnis. Das sage ich euch. Ja, was ist denn hier so schlimm? Hier sind ein paar Leute. Hi, wer bist du? Du schaust nicht sehr glücklich. Welcome back to the island. Ah, okay, dann sind wir anscheinend schon mal öfters hier gewesen. Naja, sind zumindest mal Leute ein bisschen freundlich zu mir. Hi, und du bist? Du hast Äpfel. Would you like an apple? Ja. Bock an Apfel. Mhm. Would you like an apple? Ja, would dann gib like mir halt einen Apfel. Die mag man keinen Apfel geben, mag die nicht mehr. Die ist Bärs. Weg von meiner Insel. Das war nicht meine, aber ich möchte es gerne behaupten. So, kann ich hier rein? Ah, open. For business. So, mag euch nicht mehr sehen. Mag euch nicht mehr sehen, hab ich gesagt. Was für eine Verschwendung von Holz. Ja. Ah, das ist alles so... Okay, ist einfach nur eine Postkarte von der Insel. So, hier habe ich mein schönes Bedroom. Ach, ich bleib nie über Nacht. Was? Das sieht doch soll bequem aus. Voll bequem. Ich bin nicht so der Lesemensch. Die mögen es wirklich hier. Das glaube ich. Und das kam mit dem Haus wahrscheinlich hier so. Dann wollen wir mal arbeiten. Weiß nicht, was ich hier arbeiten soll, aber schauen wir mal. Er ist wohl gebaut, dass es auch aushält, das Ganze hier. Keine creepy Musik, schon mal gut. So. Wow, ist einfach, ja, use mir gleich. Gleich. Okay. Use these. Okay, dann machen wir mal. Was kann schon schief gehen? Alles bereit. Und funktioniert. Also kann ich dich jetzt wieder hochlassen. Okay. Also, mein Job ist erledigt. Ich kann wieder gehen. Was sagst du dazu? Feel free to take one. We have plenty. Oh, sie sagt jetzt mal was anderes, nicht? Do you want an apple? Feel free to take one. Ich kann ja keinen nehmen. Feel free to take one. Ich hätte gern einen. Und gib mal Korn. War die Katze vorher auch schon da? Meow. Meow. Okay. Have you seen my dog? She's missing. Toll. Wo ist jetzt hier? Ich hab deinen Hund nicht gesehen. Keine Ahnung. Bin nur in den Leuchtturm reinmarschiert. Keine Ahnung, wo der Hund ist. Die Insel ist nicht sehr groß. Ach, hier sind die ganzen... Oh, nam nam nam. Äpfel. Aber ich kann sie nicht nehmen, diese 2D-Äpfel. Hm. See you, pal. Be careful out there. Drum, du willst mir nicht sagen, dass das jetzt schon das Ende ist. Nein. Oh, Woche 35. Okay, es geht anscheinend noch länger. Ich hab echt gedacht, das war's jetzt schon. Ja, ich bin wieder da. Oh, back at it again. Aren't you tired? Ja, tired. Und da steht sie schon wieder mit ihrem Apfelkorb, weißt? Hast du den Hund mittlerweile gefunden? Please let me know if you see my dog. Nein, der hat den Hund noch nicht gefunden. Meow. Okay. Du hast schon alles gefunden. Ja, nicht gefunden. Ja, keine Ahnung, ich bin verwirrt. Why don't you want any of the apples? Weißt du mir keine gibst? So, hat sich jetzt hier was geändert? Lol. Ach so. Hab ich von dem Kind. So ein Boot in der Flasche. Putzig. Ja, warte, da bin ich noch gar nicht hin. Er ist klug. Hat sich das Bild geändert? Warum? Der ein Journal. Das war doch vorher nicht. Und hier ist auch nichts. Und hier schlafen kann ich. Ja. Ist alles weich und warm. Also heißt das, ich doch jetzt übernachte? Weil vorher gesagt, nein. Da ist wieder das Gleiche, was ich möchte immer gern schauen, ob sich irgendwas verändert hat. Aber schön nicht. Also können wir unseren Job weitermachen. Und bumm. Das ist kein schwerer Job. Ja, nur ein bisschen staubig. Okay. Zurück zum Boot. Vielleicht taucht doch irgendwann mal der Hund auf. Ich habe keine Ahnung. Hat es irgendein düsteres Geheimnis? Diese Insel?
Everyone loves our apples. Das glaube ich dir, dass jeder deine Äpfel oder eure Äpfel mag. Das weiß ich. Aber was heißt weiß ich? Ich bin mir sogar ziemlich sicher. Her name is Bella. She's small and she has a red collar. Okay, ich merk's mir. Hi, Guy. Well, I hope it was worth it. Ja, es war worth it. Zurück. Woche 1:34. Alter, ey. Das ist es lang her. Was ist mit dem jetzt? Riecht er ein bisschen? Oh, der stinkt. Ja, geh mal duschen, hey. Pfui, Deibel. Act like that lighthouse is more valuable than human life. Including yours. Nein, du stinkst. Blows me. Oh, da ist auch eine besondere Pflanze. Oh, warte mal, das Kind ist da oben. Hast du mittlerweile deinen Hund gefunden? Oder soll ich jetzt nachschauen? Something keeps attacking me at night. Was? Irgendwas greift ihn in der Nacht an. Vielleicht diese Katze, die jetzt rot leuchtet. Das Spiel ist ein bisschen düsterer, als ich dachte. Oh, die Äpfel sind verfault. Und sie fault mit. This hasn't happened before. Das glaube ich ja, dass es vorher noch nicht passiert ist. Wir haben eine dunkle rote Farbe. Kann sein, dass ich ein bisschen an dem Ganzen schuld bin? Ach, okay, aber Äpfel kann ich... Wer futtert denn die ganzen Äpfel? Überall sind gemampfte Äpfel. Die Tiere überleben nicht hier. Oh, das Kind ist weg. Ich versuchte zu helfen. Sieht ziemlich gut aus. Aber was ist das für ein... Was sind da für Spuren? Und wer macht das Bett? Ja, weißt, hier sind Spuren und so. Ich meine, ja, das könnte Freddy sein, der gerade eben der hier einfach mal hermarschiert. Aber das ist meine einzige Sorge, wer das Bett macht. Das ist meine einzige Sorge. Schaut da hin. Das ist die größere Sorge, ganz ehrlich. Und ich bin hier die ganzen Wochen über nie da. Von dem her... Was passiert auf der Insel? Ich hab keine Ahnung. So, checken wir mal. Check this. Bam. Okay. Braucht keine Wartung. Was haben wir dann? Woche 384? Wenn wir dann wieder herkommen? Keine Ahnung, also super leid in deinen Äpfeln, aber du siehst auch nicht mehr gesund aus. I'm not feeling well. Das glaube ich dir, dass du dich nicht gut fühlst. Das glaube ich dir. Ja, und schaut mal ihn an. Be careful. It isn't safe here anymore. Ja, was meinst du, warum ich jetzt abhau? Der stinkt halt schon 3 Kilometer gegen den Wind. It's just a matter of time before your little boat sinks to the bottom of the ocean. Das glaubst du. Ich werde überleben. Also, Woche 384. Nee. Woche 296. Also... Ah! Es hat... Oh, wir haben voll den Nebel jetzt. Schaust immer noch aus wie vorher, so hat sich nichts geändert. Heard someone going to the lighthouse a moment ago. Was? Wer ist da im Lighthouse drin? Das ist mein Lighthouse. Gehört niemand anderes außer mir. Hab ich die Tür... Ach, ich hab die Tür offen lassen. Lull! Glüht rote Miezi. I think I know what happened to Bella now. Bella ist nicht mehr unter uns. Was sagst du? Do you hear them? Voices. Welche Stimmen? Warte mal. Es sind... Oh, warte mal. Blut? Okay, da führt was rein. Das ist jemand... Irgendjemand hat was angestellt und ist dann reinmarschiert. Ich sehe es an den Blutspuren. Aber neuerdings, auch hier wechselt so eine komische Giftpflanze. Die war da hinten schon. Wahrscheinlich verpestet es die ganze Insel und alle dran werden sterben. Die Maschine? Ja, wow, das war jetzt nicht ich. Irgendjemand ist hier reingegangen vor allem. Wer ist das? Wer? Wo, hä? Und der füllt ja alles auf. Oder es waren letztendlich wir und können uns dann nicht mehr erinnern. Haare und Haut sind auf dem Kissen. What the actual F? Wer ist da oben im Leuchtturm? Hä? Warum? Ich hab das doch wieder hochgefahren. Oh, das hat ein Eigenleben entwickelt. Es hat ein Eigenleben entwickelt. Ach du Himmel. Okay, weg. Lol, ich kann auch hier runter. Runter, es passiert mir nichts. Ich glaube, ich gehe lieber. Es tut mir echt leid für euch.
Was? Ja, die ganzen Stimmen. Jeden einzelnen Tag. Can you help me? Please? Ich gehe jetzt erstmal. Oder sind wir? Und wir drehen langsam durch. Ich vermute mal, das liegt vielleicht an der ganzen Pflanze da, dass sie wahrscheinlich überall das ganze Gift verstreut und das die Insel nach und nach mitsamt den Einwohnern kaputt macht. There are many, and they are all after you. Nein, weil ich jetzt gehe. Wieviel der Woche? Hey! Okay, das ist jetzt nicht wirklich gruselig. Da hinten ist sowas haufenweise Pflanzen. Ach komm! Das komische Ding da macht. Mir sag was, du lebst nicht mehr. You're gonna die just for the sake of going through the motions, huh? Ja, wahrscheinlich. Wow, schau uns mal die ganze Insel an. Ich meine, hier ist nur noch der Tod und Hi! Hä? Überall sind jetzt die komischen Viecher. Und diese Giftpflanzen oder Giftfrüchte sind jetzt überall auf der ganzen Insel. Das brennt da hinten anscheinend. Diese Katze ist mutiert. Schaut mal die jetzt an. You're lucky I'm full right now. Oh Gott, ich weiß, was. Hat der einfach das Kind gefressen? Wow. Oh, du hast ausgehöhlte Augen. Ja, ich höre nur noch die Geräusche hier. Aus den Öffnungen der Frau, also aus den Augenöffnungen. Wow. Ich will eigentlich gar nicht rein. Ich will am besten wieder zurück. Boah, alles verrottet hier oder was? Überall Blut. Aber Hauptsache Äpfel hat er gefunden. Hau ab. Ich würde gerne, aber ich kann nicht. Oh Gott, was ist da hinten? Was für ein Körper liegt da? Ich muss einfach. Waren es doch dann letztendlich wir? Da sind nun die ganzen Sachen und so komische Augen sind jetzt drin. Wertlos. Alter. Ich glaube auch eher, dass er irgendwie schon irgendwie, keine Ahnung, ist. Vielleicht ist es nicht zu spät, das Ganze aufzuhalten, oder wie? Ja, da bin ich sprachlos. Wow, das ist... Was kommt da durch den Boden? Bah! Sollte es... Ja, so ein komisches Ding. Ja, ein Herz. Es ist vorbei. Hab ich jetzt einfach das Herz kaputt gemacht? Ja, ich habe einfach mal das Herz einfach mal kaputt geschlagen. Einfach so mit meinen bare hands. Hey, ich bin der Beste in der Welt. Ich habe alle gerettet. Hey, da kann ich mal gleich mal auf die Schulter klopfen. Also, ihr seid wieder sicher. Ich habe euch gerettet. Die Äpfel machen dumpf und so. Thanks for not snitching on me to the kid. You're welcome. Warte mal, das Ding war vorher nicht da. Das Ding hier, das ist auch schon wie so ein Torbogen. Ja, das bewegt sich, das Ding. Wah! Good riddance. Ja, okay. Wow. Ich geh. Ich hau ab. Was ist jetzt los? Hat mich einfach einer ins Wasser geschmissen? What the? Die Insel hat jetzt ein Eigenleben. Wow. Das ist. Ich fand es jetzt per se gar nicht schlecht. Es hat ganz harmlos angefangen. Und dann nach und nach wurde es schlimmer. So nach und nach. Also echt nicht schlecht gemacht. Das wurde auch jetzt ein bisschen erweitert, weil ich habe ja die aktuellste Version ausprobiert. Ja, dann lass es gut sein mit Small Island Woes. Kein schlechtes Spiel. Es gab keine Jumpscares, was ich nicht schlecht fand. Ein paar weirde Kreaturen, die dann auftaucht sind. Was hat ja mit den Giftpflanzen dann angefangen und den Früchten. Und nach sind die ganzen Bewohner dann immer kaputter geworden. Die eine hat keine Augen mehr gehabt, da sind nur noch Fliegen rumflogen, die Äpfel waren verrottet, das Kind wurde von der mutierten Katze gefressen. Oder waren es wir letztendlich selber?
dass wir einfach durchdreht sind in den ganzen Wochen. Nicht weil, ja, in den ganzen Wochen. Kann auch sein. Aber echt, ein gutes Spiel. Damit sind wir auch am Ende des Videos wieder angelangt. Bedanke ich euch natürlich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Abo freuen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut.